Hallo! Wie geht es dir? Gut, und dir? Piu! Piu! Willkommen zu Woodblock Nummer 25. 26? 27? Scheiße. Naja, egal. Woodblock Nummer. So. Produzent Philipp ist wieder am Start. Ja, ich bin wieder dabei. Lange nicht gesehen. Hi, hi. Hi, hi. Ja, hier wohne ich. Dann let's Mikrofon hier. Wir bauen jetzt mal auf. Hier. Yes. Hast du schon die Mikrofone geschraubt? Das sieht so aus. So, ich habe so einen Meter näher rangeholt. Nee, geschraubt meine ich. Geschraubt. Ja, ich habe geschraubt. Geil. Richtiger Schrauber. Läuft so ein bisschen zick, zick. Okay, geht jetzt los, ne? Ja. Willkommen bei Riffkunde. Nee, wir sind nicht bei Riffkunde, wir sind bei Stativkunde. Es gibt verschiedene Formen von Stative, beziehungsweise es gibt verschiedene Arten von Stativen, die werden nach Alter unterteilt. Es gibt die ausgewachsenen Stative, die Babystative, die Kinderstative, die Teenie-Stative. Das einmal zu demonstrieren, drehen wir es einmal kurz um. Das hier ist ein ausgewachsenes, mit einem recht langen Hals, erwachsenes Stativ. Dagegen hier sehen wir ein Babystativ. Dürfte so 3-4 Monate alt sein. Genau, hier sind noch ein paar weitere Babystative. Das hier ist ein Kinderstativ. Und das ist, was hier ganz spannend ist, das hat schon hier diesen, wie nennt man das? Hilf mir, Timo. Was? Wie nennt man das denn nochmal? Also es gibt so Feststell... Das Drehding. Das Drehding, genau, das Drehding. Danke, ja, das war das gerne. Wort, was ich gesucht habe. Ja, ja. Das Drehding, das ist eigentlich, sieht man das erst bei den Größeren hier, bei den Erwachsenen. Die Babystative haben das noch gar nicht. Und das hier ist vielleicht ein bisschen frühreif, ich weiß es nicht. Ja. Im Gegensatz dazu, das Teenie-Stativ hat's noch nicht. Nee. So, also da sieht man, es gibt Verschiedenheiten. Manche sind weiter in der Entwicklung, manche sind noch nicht so weit. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall auch ein noch gar nicht so sehr erforschtes Gebiet. Da muss man vielleicht mal bei K&M in der Stativzucht vorbeischauen und das Ganze genauer unter die Lupe nehmen. Das war's bis hierhin. Wenn euch das weiter interessiert, dann schreibt mir doch gerne eine Mail. Und wir machen jetzt weiter. Hier wieder Zeit. Haben Sie das Gerät schon ein- und ausgeschaltet? Nee, noch nicht. So, kleine Pause gehabt, bisschen gekickert. Und jetzt geht's gleich heiter weiter. Philipp ist auch wieder frisch. Hallo. Party, party. Oh, fuck. Guten Nacht, Philipp. Hallo. Yeah. Ich muss jetzt keinen Sprint hinlegen. Ah, wir sind heute nicht mehr ganz so gut in der Zeit. Wir haben uns eine Zeit lang gemacht. Muss doch keiner wissen. Ja, okay. Los geht's. Los geht's. Wisst ihr, was jetzt kommt? Könnt ihr es erahnen? Ich muss mich beeilen. Thank you.
jetzt 8.30 Uhr. Sind so ein bisschen fertig. Schon? Wir sind in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Gut in der Zeit, aber trotzdem ein bisschen fertig. Wir haben noch gar nicht erzählt, was wir hier eigentlich machen. Vielleicht ist das mal der Zeitpunkt. Also ihr könnt es euch vermutlich denken. Wir haben an Mikrofonständern geforscht. Oh, danke, Timo. Wir haben an Mikrofonständern geforscht, haben neue Erkenntnisse gesammelt. Das Decken, wenn sie über Mikros fallen, den Sound verändern. Alter, der Typ hat echt keinen Humor. Nee. Das ist jetzt irgendein schönen Fakt ausdenken können. Aber das war ein Fakt. Das war überhaupt nicht witzig oder sonst. Ja, ey, Entschuldigung. Die reinste Enttäuschung. Ich bin bitter ernst. Wir haben halb acht. Halb und halb neun. Um neun haben wir noch einen Fakt. So, ey, wir haben Mikrofonkunde betrieben. Und was ist der beste Fakt, den wir über Mikros herausgefunden haben? Wir haben herausgefunden, dass wenn Mikrofone nervös werden, dass sie dann Angelseile auswerfen. Dann kann man die auch wunderbar mit zum Strand nehmen und Fische fangen. War das jetzt besser? Ich weiß es nicht. Ja, also was wir eigentlich machen, wir nehmen Drums auf, weil wir noch ein paar Sachen ausbessern wollten, weil wir ein paar Sachen neu machen wollten. Haben jetzt noch zwei Songs, die eigentlich so mit am schnellsten gehen dürften. Vor uns. So war auf jeden Fall der ursprüngliche Plan. Ne? Genau, das war der Ursprung. Aber wir haben am letzten auch am längsten gesessen. Ja. Weil wir da noch ein bisschen rumgeschraubt haben. Dinge getan, die Leon noch gar nicht weiß. Von denen weiß Leon noch nichts. Mal gucken. Weiß er davon schon, wenn der Block rauskommt? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist es aber auch ganz schön für Leon, dass er so viel Material zum Gucken hat. Dann hat er immer ein bisschen das Gefühl dabei zu sein. Stimmt. Also ich meine, er war jetzt ja nicht dabei. War gar nicht dabei. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse ihn gar nicht. Nö, eigentlich. Also es ist auch eigentlich ganz schön mal. Also halt beim Tragen vom Arschloch habe ich ihn zumindest vermisst. Das glaube ich. Also, ich helfe dann auch trotzdem nicht, auch wenn ich da bin. Nee. Also Philipp hat nichts getragen. Ganz ehrlich. Also Leon, ich habe dich schon vermisst. Ich glaube, wir reden jetzt gleich so lange, dass unser Essen gleich schon da ist. Wir haben uns nämlich wunderbare Bowls wieder bestellt. Ja. Beide die gleiche heute. Damit niemand neidisch sein kann. So, endlich mal. Sehr schön. Und wir hauen jetzt noch den vorletzten Song rein. Du wirst angerufen. Oh, und, das Essen ist da. Nein. Jetzt aber schnell. Hast du ein bisschen Licht oder nicht? Wir stehen vor einer Herausforderung. Oh nein, er hat das falsche geliefert. Nee, es gibt keine Gabeln. Ist das deine? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Das ist deine. Warte, ist das meine? Guck mal nochmal. Ja, ich nehme die einfach. So, wenn sie falsch ist, draußen wird. Wir haben das Besteck. Besteck ist am Start. So, einfach so, zack. Wieder 1%. Philipp, du hast wieder 1% um. Wir sind fertig. Ich muss das ja alles dokumentieren hier. Wir sind fertig. Deswegen ist jetzt auch schon wieder gleich 2 Uhr. Morgens, nachts. Ja, es ist wirklich gleich 2. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen fertig. Mal wieder. Wie können wir eigentlich sagen, wir in jedem Vlog? Wir sind jetzt fertig. Wir sind jetzt ziemlich fertig. Wir freuen uns aufs Bett. Aber wir freuen uns auch, dass wir fertig sind. Wir freuen uns auch, dass wir fertig sind. Mit uns und fast allem eigentlich. Fast. Ja, genau. Wir sind wie immer sehr hyped auf alles, was wir jetzt geschafft haben und was wir euch dann irgendwann zeigen dürfen. In dem Sinne würde ich sagen, das war es mit Woodvlog Nummer 26. Es ist die Nummer 26, das haben wir extra gestern nochmal nachgeguckt. Mhm. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, checkt uns auf sämtlichen Social-Media-Plattformen auf, TikTok, Insta, Facebook, YouTube, da seid ihr gerade. Und dann würde ich sagen, San Francisco, ciao. Aus dem Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen, Oh Mann, wie peinlich. Ganz unangenehme Geschichte.